Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cataclysm Dark Days Ahead. Ich habe jetzt herausgefunden, welcher Makro das war. Ich habe die falsche Makrogruppe aktiv gehabt. Sorry. So, gut. Jetzt machen wir auch hier mal gleich wieder unsere Zukunftssicherung in Form von möglicher Nahrungsaufnahme. So, machen wir gleich die Blueberries hin. Oh, hier. Moment, hier. So, hier, dann dasselbe nochmal. Gut, dann haben wir unsere Zukunft wieder etwas gesichert. Wir machen den Weg frei, ne? Sichere Zukunft, bla, ne? Wir kennen das alles. Gut, wir haben in diesem Part noch etwas Sinnvolles vor. Und zwar, wenn wir jetzt uns hier auf die Map gucken, schauen wir uns mal ein bisschen um. Und zwar nämlich hier in diesem kleinen, verschnarchten Dörfchen hier. Dörfchen. So, jetzt hat. schon wieder Linguistik, mein Herren, welche schon Meister benötigen, um die überhaupt zu verkennen. Ja, gut. Wir wollen auch losgehen. Ich würde sagen, das tun wir auch relativ gleich. Haben wir noch irgendwas, was wir hier lassen sollten? Ja, unser Werkzeug zum Beispiel. Das wäre eher uncool, wenn wir das mitnehmen würden. Vielleicht sogar verlieren würden. Unsere Hexer. Ja, die Budenniedel brauchen wir jetzt eigentlich auch schon lange nicht mehr. Die Hexer kann hier bleiben, genauso wie Bulkers, Shovel und Wrench. Ja, die ganzen Kleingedöns hier kann auch liegen bleiben. Das Buch, den Modern Trapper. Modern Trapper bleibt auch hier. Gut, damit haben wir alles. Mal schauen, was ist das? Mini-Fridge hier. Kann man den eigentlich auch irgendwie aktivieren? Never mind. Ne, kann man jetzt erstmal... Was zur Hölle? Ich habe jetzt aus Versehen die Tür in Feuer gesetzt. Ach du Scheiße. Ah, nö. Hoffentlich macht es das aus, wenn das regnet. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht die... Wie mache ich das aus? Feuerlöscher. Ich habe jetzt irgendwie aus einen doofen Verklicker heraus... Large Fire Extinguisher, hier. Ah, verdammt, habe ich jetzt die Tür angezündet. Ah, zu geil. Ja, machen wir wieder aus. Was war das jetzt für ein geistiger Aussteiger von mir? Oh, zu geil. Fuck ich einfach die Tür ab. vor allem auch noch mit unserem Campfire Drill. Da muss man sowieso schon die ganze Zeit dazu hin. Man reibt sie die ganze Zeit hin. Ich mache jetzt die Tür heiß. Was muss durch den Kopf von unserer lieben Matt gegangen sein in dem Moment? Ehrlich. Gut, bevor wir jetzt noch weitere Interieurs abfackeln, würde ich sagen, bewegen wir unseren Kadaver mal in richtige Richtung. In der Hoffnung, dass wir was Gescheites finden. Herrlich. Mal gucken, was ist das hier? Ein Elektroauto. Da brauche ich gar nicht erst schauen, ob wir hier irgendwie was in puncto... Skeleton. Brauche ich gar nicht erst schauen, ob wir hier irgendwas in puncto 60 Liter Tank oder so weiter. Naja. Kann das sein, dass wir da drin noch nicht waren? Das schaut eher von uns noch nicht so besucht aus, das Gebäude hier. Mon Dieu. Das müssen wir jetzt gleich nachholen. Gut, was ist das hier? Butterknife. Können wir mitmachen? Können wir uns einen Makeshift Welder, Soldering Iron Busten. Cannot Spam. Muss ich nur den Browser öffnen, dann habe ich genug Spam. Fruit Wine ist eher uninteressant für uns. Ketchup Old. Nee, Ketchup, das kann ich mal liegen. Dann gibt es Nudeln mit Ketchup. Ja. Typisches Hartz IV-Essen. Ah, herrlich. Aber Harzen, mal abgesehen davon, dass es keine sozialen Systeme mehr hier gibt. In dieser Cataclysm, bei den Bandagen ist auch gut. Aus der Toilette trinkt man nicht. Ja, wir machen das nicht so wie Fallout, wo das so, ja, wie soll man sagen, zu einem Riesenproblem wird, wenn ein Magazin im Klo ist, starrt man auf das Magazin, macht ganz vorsichtige Mausbewegungen und trinkt dann doch aus der Toilette. Ah, oh, ehrlich. The Big Book of First Aid kennen wir. Routine the Guest Examiner. Whatever das ist, wir nehmen es mit. Mechanical Mysteries, das ist schön. Popular Mechanics. So, Clothing. Nehmen wir auch mit. Was war da sonst noch? Alpha Male Qualities, auch eher uninteressant. Butcher. Oh, das ist hier ein belehrter Haushalt. Giant Wasp. Das hier scheint ein Wintergarten zu sein. Den können wir uns eigentlich mal gespart lassen.
Machen wir hier auch alles zu. Ist hier irgendwas Interessantes drin? Dinosaur Suit. Really? Ein Dinosaur Suit. nicht ernsthaft, oder? Coverage 100%. January 1 is Clothing. Nee, das lassen wir jetzt mal. Wir wollen jetzt nicht die Dinos nachspielen. ehrlich. Gut, dann haben wir das Haus auch mal geplündert. War jetzt nicht ganz so unergiebig. Ich glaube, wir setzen uns hier mal um die Ecke. Ins Fenster, in den Fensterrahmen. Und lesen erstmal kurz durch, was das ist. Boah, Mechanics to Sex. Das ist sehr schön. Was lernen wir denn daraus? Crafting Recipes. UPS. Recharging Station. Ah, eine Recharging Station. Dann eine Vehicle Forge Rig. Oh, das ist geil. Vehicle Welding Rig. Noch geiler. Electrical Jackhammer. Sehr geil. Electric Chainsaw. Eine elektrische Chainsaw. Drive-by-Wires Controls. Vehicle Controls. Folding Bicycle. Duct Tape. Immer gut. Spike Plating. Firearm Repair Kit. Noch geiler. Makeshift Welder. Kennen wir schon bereits. Jackhammer. Kennen wir auch. Chainsaw normal. Ja, geil. Panel of Reinforced Glass. Schön. Reinforced Headlight. Schön. Combat Chainsaw. Geil. geil. Wir hätten so viel uns erspart, wenn wir das schon früher durchgeguckt hätten, das Haus. Protect Barrel. Rapier. Blowback. Whatever that is. Muzzle Break. Muzzle Break, das kenne ich. Das ist ein Chunk, glaube ich. Chuck heißt sie, glaube ich, bei uns, den Deutschen. Das ist etwas, was man auf die Waffe draufschraubt. Und das ein Kompressor, glaube ich, sagt man auch noch dazu. Also so ein Mündungskompressor. Das sorgt man dafür, damit die Streuung geringer wird. Ist aber dann auf Kosten von Reichweite. Okay, Ergonomic Grip and Firearm Waterproofing. Aha. Also das ist ein geiles Buch. Okay, Popular Mechanics. Was ist das hier? Mechanic Kills to One Firearm Repair Kit. Naja, gut. Das ist nicht mehr gut für uns. Was ist das hier? Es ist ein ordinäres Buch. Okay. So, was? Okay, Tailoring Skill to 3 ist nicht uninteressant. Pair of Bows ist auch eigentlich eher das, was wir alles schon kennen, soweit ich so grob überfliege. Da sind aber einige Rezepte drin, die wir noch nicht kennen. Also ich schaue jetzt mal kurz zum Jumpsuit. Leg Warmers kennen wir alle schon. Hot Pants kennen wir auch schon. Swimming Gloves. Tailor's Kit. Coverage Needle, naja, das ist eigentlich alles, was wir schon grob kennen. Okay, am geilsten ist nach wie vor das Mechanical Mystery Buch. Das war ein Fund des Jahrhunderts. Oder der nächsten drei Parts, das könnte auch so sein. Das ist sehr schön, wir haben ein gutes Buch gefunden. Wir haben ein sehr gutes Buch gefunden. Gut, sehr schön. Profit gemacht. Ah, verdammt, wir müssen unsere Mossberg wieder... Wir nehmen unsere Fire Axe. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier drin noch irgendwas übersehen haben oder etwas noch finden können. Who knows, was wir übersehen haben. Vielleicht liegt hier doch der Jack rum, den wir jetzt schon so sehr vermissen. E-Ink Tablet PC. Scrap Metal, Run RAM, Processor Board, Plastic Chunks, Electric Scrap. Volume 1, ja, nehmen wir mal mit. Das ist jetzt nicht wirklich die Tragödie. Was haben wir hier? Alles schon ausgeräumt. Gut, da waren wir schon beschäftigt. Was ist das hier? Nails. Immer mit, weil Nails sind Nails. Hier ist Pair of Socks. Was haben wir hier? Soap Bar. Nehmen wir mal mit. Mop werden wir nicht brauchen. Dann hier Strawberries. Strawberry Surprise, okay. Also Erdbeerüberraschung.
Ja, ich mache jetzt keine monatlichen Witze. oder periodischen Witze, das könnte man auch sagen. Ist schon schlimm genug, dass es in meinem Chemieunterricht vorkommt. So viel zum Thema periodisch. Season Salt. Na gut, das geht eigentlich. Was macht Season Salt im Bad? Gut, das ist jetzt erstmal. Da fragen wir erstmal nicht. Ach ja, war das nicht die Wohnung mit der. Ich nenne es jetzt mal beschäftigten Dame. Leather Belt. Checkered Pants. Camisole. Dress. Was ist das nochmal? Small Camisole for made of silver. Naja, das ist jetzt. Flair. Nee, okay, das war was anderes. Das war ein anderes Haus und das ist meine. Sehe ich irgendetwas Gefährliches? Ja, Zombies. Erledigbare Zombies, gut. Das ist jetzt nicht das Problem. Was ist das hier? SUV. Enough. Security System Controls im Arsch. Okay. Da finden wir irgendetwas Interessantes. Eine Co-Battery, Co-Alternator. Wie sieht's mit einem Tank aus? Trunk. Muffler. Ein Muffler brauchen wir noch, aber ich habe jetzt meine Säge zu Hause gelassen. Aus gutem Grund. Ein 60 Liter Gasolintank. Sehr schön. Sehr schön. Was ist das hier? Get Items. First Aid Kit. Kann man immer brauchen. Gut, da hat wer sein First Aid Kit im Auto gelassen. What the fucking hell is that? Was ist denn das für eine extravagante Bude? Aha. Irgendwo im Hintergrund bellt ein Hund. Es ist jetzt aber ein bisschen nervig, dass der Nachbar seinen Hund da irgendwie herumwackeln lässt. Was ist das? Was sehe ich? Was sehen meine entzündeten Augen da? Erstens, was ist das hier? Ein Hostile. Giant Wasp. Ja, das ist wirklich das Hostile. Eine HK-16 Railgun. Und da ist irgendetwas am Werkeln, was schockt. Das ist jetzt ehrlich gesagt mir etwas zu crazy shit. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein in der Hoffnung, dass mich niemand gesehen hat. Okay. Nikotin-Gums. Nee, brauchen wir nicht. Wir sind kein Junkie. Noch nicht. Bei unserem, ja, was soll man sagen, problemerlös. Ein Funnel, den nehmen wir mit. Sollte das nicht allzu schnell der Fall sein. Noch mehr Spam. Ich glaube, wir haben eine Wohnung entdeckt, in der ein paar Überlebende gefunden haben. Überlebende ihr Dasein gefunden haben. Aha. Okay. Alarmclock. Pair of Fernsichtgläser. Was ist das hier? How to succeed in business. Die wollen alle unbedingt handeln können. Scheitern aber gefährlich. Ein Playboy. Nehmen wir den jetzt nicht mit, weil ich meine ja, die Unterhaltung ist doch eher etwas universell. Can understand by beginners. Yo. Nehmen wir einfach mal mit. Just for the lulz. Flashlight, das können wir jetzt einfach mal. Leiter nehmen wir auch mit. Holy Symbol, das brauchen wir jetzt nicht. Talking Doll nehmen wir. Cola nehmen wir mit. Was haben wir das? Baseball Cap. Eher uninteressant. Kram. Gut. Kann man hier noch was finden? Also ich möchte mir unbedingt mal diese Railgun klauen. Oh, Lasagne. Was ist das? Whatever. Okay. Was ist das? A motorized push mower that seems to be broken. You could take it apart if you had a wrench. What the fuck is that? Er hat einen 2 Liter Tank. Eine One-Cylinder Engine. Ist das irgendwie... Es ist auf jeden Fall groß und schwer. Ich glaube, das ist so ein motorisiertes, ferngesteuertes Auto.
Radiated Apple, Cardboard Box. Das lassen wir jetzt mit der Cardboard Box. Das ist mal da. Ein Zombie. Mal luren. Der könnte uns gesehen haben. Closen wir das Ganze mal in der Hoffnung, dass es uns nicht gesehen hat. King James Bible. Unwahrscheinlich, dass da irgendetwas für uns von Interesse ist. Vielleicht im Maximum Speech. Ey, Bier lassen wir da. Clock. Was ist das hier? Newsboy Cap. Mhm. Das hier ist ein Newspaper Page. China invades. Communication were muddled by a large influx of aggressive armed individuals. We have this. Say a local police officer. We are apologizing our robotic security drones to use lateral force on combative humans. Uh-huh. Bisschen Background Story. Wie gesagt, das ist mir jetzt ein bisschen gerade zu doof, weil mein Legasthenie schlägt schon wieder zu. Ich habe da nicht. Es ist schlimm genug, dass ihr das ertragen müsst. Gerade Telesto und Brawler, den nehmen wir mit. Kann man immer wieder gebrauchen, obwohl wir einen Raincoat haben. Cola nehmen wir auch mit. Wer weiß, wann man es gebrauchen kann. Gut. Wir haben auch immer da hinten eine Treppe. War die James Bible? Ich habe eigentlich vergessen, meinen Einkaufswagen mitzunehmen. Yeah. Oh, oh. Oh, oh. Okay, wir machen das so. Ich beende jetzt hier den Part. Danach schauen wir, was da unten wohl ist. Vielleicht trauen wir uns auch nicht runter zu gehen, weil, wie gesagt, das ist immer etwas gefährlich, solche Sachen zu besuchen. Meistens geht es in die Hose. Also, wir hatten eigentlich bis dato immer recht viel Glück. Wer weiß, wie lange das Glück uns anhält. Gut, auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier noch nicht runter, denn wir machen das erst im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Cataclysm Dark Days Ahead. Mal schauen, gehen wir runter, gucken, ob wir da Zombies finden und geile Sachen finden, vielleicht eine Jack. Oder gehen wir da raus, was irgendwie Blitze schmeißt und finden vielleicht sogar eine Railgun, die da hinten rumliegt. Wer weiß, vielleicht auch beides, das sehen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für die Gott.